Herzlich willkommen zum ersten offiziellen Ouya News Wochenrückblick. In Zukunft werdet ihr hier jede Woche erfahren, was es Neues rund um die Ouya gegeben hat. Das ist natürlich praktisch für alle, die entweder keine Lust oder keine Zeit haben, unter der Woche unseren Blog zu lesen oder die das einfach nochmal zusammengefasst haben wollen. So, diese Woche ist ja einiges passiert und ich fange mal an mit dem Create Game Jam. Wie wir gelesen haben, sind 166 neue Spiele für die Ouya jetzt programmiert worden. Also es sind eben jetzt natürlich nur Prototypen. Aber das heißt natürlich, dass wir uns bereits auf mindestens 166 kleine Spiele freuen können. Besonders gefallen hat mir persönlich Quizzle, also ein Quizspiel, wo man praktisch mit mehreren Spielern, mit seinen Smartphones auf der Ouya verschiedene Quizthemen behandeln kann. Aber da gibt es dann eben auch wirklich spezifische Sachen, wie verschiedene Fernsehserien, Filme, zum Beispiel Herr der Ringe oder auch Big Bang Theory habe ich jetzt gesehen im Video. Ich werde euch jetzt hier auch einen kurzen Videoausschnitt hereingeben. The answer is our unique multi-screen experience. With Quizzle, you'll never be limited to the number of players, because you can use your personal tablets and smartphones as added controllers. So no matter the size of the party you're throwing, no one will ever be left out of the action. We also want to keep Quizzle as fresh and interesting for the player as the first time they open the game. When Quizzle is released, we hope to have a database of over 10,000 questions, with the ability to purchase more specialized packs of questions from within the game. In this way, it is our hope that players will never have to see a question twice. So, was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, war Cape Chronicles. In dem Spiel geht es darum, man spielt einen von vier elementaren Rittern, das heißt Feuer, Wasser, Luft oder Erde, und kämpft sich praktisch durch die Level. Es gibt auch, also das Ganze ist ein Multiplayer-Spiel, das heißt, man kann natürlich jetzt mit seinen Freunden oder mit seinen Feinden in diesen Welten kämpfen. Das Spiel ist schon sehr weit fortgeschritten in der Entwicklung, finde ich. In Grafiken, auch die Lichteffekte sehen schon sehr gut aus. Ich werde euch hier jetzt ebenfalls einen kleinen Videoausschnitt von diesem meiner Meinung nach wirklich tollen Spiel hereinstellen. So, dann hat es diese Woche noch einige kleinere News gegeben. Zum einen haben wir erfahren, dass es für die Ouya gleich wie auf der PlayStation oder auf der Xbox Achievements geben wird. Das heißt, ihr könnt euren Freunden dann zeigen, wie gut ihr im Spiel XY seid. Oder zum Beispiel, wie ihr in Cape Chronicles, wie viele gegnerische Ritte ihr schon abgeschlachtet habt. Also, für alle, die sich beweisen wollen, genau das Richtige. Dann haben wir von Julie Uhrmann persönlich erfahren, dass das Ouya-Menü anfangs nur Englisch sein wird.
Dürfte zwar für die meisten von euch auch kein Problem sein, dennoch hätten wir es natürlich gewünscht, dass auch die deutsche Sprache, dass es gleich auf Deutsch erscheint. Doch wie Julie uns versichert hat, wird es bald nachgereicht, sobald die UIA erscheint. Dann haben wir das Thema besprochen, dass es sehr häufig bei vielen Leuten Probleme gegeben hat beim UIA-Bestellen. Das war vor allem technischer Natur. Wir haben da auch in unserem Thread ein paar Tipps dazu gegeben, wie man diese Fehler verhindern kann und wie man es ja besser machen kann. Außerdem sind noch zwei Fragen von uns beantwortet worden. Zum einen, muss ich einen extra Adapter für den Stromstecker meiner UIA kaufen? Nein, das müssen wir nicht. Wie uns der Support mitgeteilt hat, ist ein Universalnetzgerät mit den passenden Adaptern bei jeder UIA dabei. Und dann eben auch noch die häufige Frage, werde ich Zoll bezahlen müssen, wenn meine UIA da ist? Das können wir euch leider auch nicht sagen. Bisher ist angeblich noch keine UIA am Zoll hängen geblieben. Das kann man allerdings nicht mit Sicherheit sagen. Dann noch eine Nachricht, die viele zur Eile gedrängt hat. Und zwar, die UIA ist fast ausverkauft. Heißt natürlich nicht, dass wir jetzt im Leben keine UIA mehr bekommen. Doch wer erst ab Montag oder zumindest wer nach Montag, also nach dem 4.2. bestellt, bekommt seine UIA möglicherweise nicht mal mehr im April, sondern noch später. Dann haben wir noch zwei kleine Updates zu Kickstarter-Projekten. Zum einen der GameStick, ebenfalls eine Android-Konsole, dürften viele von euch schon mitgekriegt haben. Der ist erfolgreich finanziert worden, auch einiges an Geld hereingekommen. Also wir sehen, es besteht durchaus Bedarf nach alternativen Konsolen. Und dann noch Akanero Demon Hunters, für welches ich natürlich auch schon zwei Let's Plays gemacht hatte, wurde ganz knapp, also auch um 4.000 Dollar finanziert. Freut uns natürlich sehr. Ob es jetzt allerdings eine UIA-Version geben wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Wir stehen dazu mit dem Support in Kontakt. Ja, das war's aber eigentlich diese Woche auch schon. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, bei den Hörern. Wir würden uns sehr über ein Abo freuen. Einfach da links oben mal draufdrücken. Und bis nächste Woche. Euer Andreas.